Oh Gott. Alles klar. Der Christ. Okay. Christoph Klaus Marina Bärbel hat gerade eben leicht orgasmusiöse Laute von sich gegeben. Nein, eine gewisse Sache ärgert mich so dermaßen. Die Sage vom Drachen. NEI hat mich gerade eben verarscht. Ich war's nicht. Ich auch nicht. Nein, diesmal war es wirklich nicht. Nee, es war Not Enough Items. Nee, NEI hat mir gerade eben angezeigt, für diese Rohkarbonfasern, die ich craften muss, brauche ich 3 Kohlestaub. Ja, und? In Wirklichkeit brauche ich 4 Kohlestaub. Oh mein Gott. Oh, wir werden alle sterben. Ja, jetzt ist ja, Let's Play vorbei. Ich verbrauche 4 Kohlestaub. So, wir melden damit das Let's Play. Kacke. Ja. Tschüss, alles macht's kaputt. Gut. Das war's. Alles Danke, gut. Kohle. Tschüss. Toll, Kohlestaub. Weißt du. Apropos Kohlestaub. Wir haben natürlich vergessen, die Mittwochsfolge einzuleiten. Dann sind wir natürlich schon wieder 5 Minuten zu spät. Ach, hey, Donnerstag. Egal. Tag Mittwoch, Tag Donnerstag. Ach, ihr wisst schon. Mal was ganz anderes. Mal was ganz Andreas. Nicht der Andreas. Doch, ja. Andreas, weil Klaus Bärbel ist gerade am Bauen. Ach so, okay. Ich glaube, der ist auch der Einzige, der hier produktiv arbeitet. Nee, nicht wirklich. Ich bin gerade am Rathaus weiter dran, weil ich das irgendwie fertig kriegen. Ja. Ach, danke, Dani. Ja, genau. Danke, Dani, für die Idee mit dem Kronleuchte. Und Christoph hat ja geschrieben, alias Klaus Bärbel, alias 710er, oder? Marina? Wer ist alias 710er? Hat ja geschrieben, dass er mit dem Dach nicht so zufrieden wäre. Er feiert ja unseren Baustil, aber das sollte man wegmachen. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch auszusprechen, ihr zwei. Nein. Ja, ich kacke aus. Ausgesprochen. Was gefällt dir denn an meinem Dach nicht? Ja, ich weiß nicht, das Grün passt da nicht so hin, wie es... Ja, das sieht aber eher dann so nach vergammeltem Eisen aus. Weißt du, so wie so nach ein kleines altes Eisendach. Eisen. Ein Eisendach. Du ziehst es also vor, auf einem Rathaus einen Look herzustellen, als wäre das Dach vergammelt. Na ja, es ist ja dieses typische grüne Eisen. Es ist unser Dorf, natürlich, hier ist alles vergammelt. Ey. Selbst die Bewohner sind vergammelt, der ja. Master Merchant, der Emmel. Ich bin vergammelt. Ich war der Erste, der hier geschimmelt hat, ja. Weißt du, was Erste, der geschimmelt hat? Ich bin hier der Erste, der geschimmelt hat, ja. Ich bin Schimmelerster. Er ist der erste Schimmel. Aber hallo. Schimmel ist eine schöne Pferde. Genau, auf dem lernt man's reiten, ne? Aber hallo, du machst dir keine Vorstellung. Was glaubst du, was du auf mir reiten kannst? Oh, ich habe sogar eine Halterung für deinen Sattel, mein Freund. Naja, bei dem Volumen, was du an den Tag legst. Gerade bei dem Volumen. Das dient doch nur deinem Halt. Verstehst du? Yeah. Christoph? Jawohl? Was wär denn dir lieber für Farben? Ja, eher so was... Wenn du schon kritisierst, dann mach einen besseren Vorschlag. Ja, genau. Ja, ich bin ganz Ohr. Tschüss. Ich finde schön, dass keiner einfach mehr auf dieses hässige Boot denkt. Also ich an deiner Stelle hätte sowas in der Art wie ein Holzdach gewählt und hätte den Ring zum Beispiel außenrum aus purem Gold. Moment, es ist ja schon ein Holzdach. Ja, aber ein grünes Holzdach. Aus Eichenholz. Eiche haben wir überall verbaut. Eiche ist langweilig. Deswegen, ich wollte mal was anderes nehmen. Das nichts gegen das die Eiche. Die kann verdammt gut kochen. Ja. Also Vorsicht. Nee, also mach weiter. Was kann gut kochen? Die Eiche. Die Eiche, ja, die Eiche kann wirklich gut kochen. Also ich versuche dir zuzuhören, wenn die nicht als dazwischen labern würde. Was? Wer labert? Wenn du mich labert fragst, doch gar keiner. Wenn du mich fragst... Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich mich ständig ins Wort fallen. Wenn ich dich frage... Wenn du mich fragst, dann ich wüsste, dass du wie Assi seid ihr denn? Schreib lieber, Christoph. Entschuldigung, Chris. Ich mach nur Spaß. Nochmal bitte. Damit ich es auch wirklich verstehe, ohne diese zwei. Fischholz sieht besser aus. Ja, das stimmt. Ja, wenn man hier schon nicht reden kann. Ja, ich hab dazwischen geredet, halt nur in Schriftform. Guck mal, hättest du da noch ein E hingemacht, würde es heißen. Dann wäre es ein wirkliches Wort. Oh, shit. Ich kann kein Englisch. Ja, ich weiß. Ja, es ist, weil er nichts kann. Ja. Ach, sag mal, Master, hast du hier die Kiste aufgeräumt? Nein. Ich habe ein bisschen was aufgeräumt, ja. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch ein bisschen was. Ja, müsst ihr mal schlafen, Decker. Bitte.
Ich lag schon längst, als du das gesagt hast. Das wird schon klar. Geil, oder? Und wieso hast du mich nicht eingeladen, mein Lieber? So, also, Lampen. Wo hatte ich denn die hingetan, Master? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Heißt du Master? Das kann ich dir nicht mehr, kann ich dir nicht mehr sagen. Wir hatten doch ganz viele Lampen gemacht. Ja, aber ich glaube, wir haben auch ganz viele verbaut, ne? Wo hast du die verbaut? Ich weiß es nicht mehr. Wie ging die nochmal? Ja, guck sie mal. Gibt's so unten ein White. Richtig. Und dann müsste die Decorative werden. Korrekt. Ich bin gerade. War das die Decorative? Ich bin schön, dass du mich deinen Master nennst, aber. Ah, deswegen wollte ich auch in Nita. Ich wollte ganz viel Glowstone. Ja, das bin ich. Ich bin gerade dabei. Ah, das ist super. Ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, wie es geht, was? Ich habe dich akustisch gerade. Ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Was? Ich dachte, glaube. Ja, dann kann ich ja in. Dann tanze ich in den Mai. Ach so. Okay. Ich hatte wahrhaftig verstanden, man hat überall seine Lakaien. Ach Quatsch. So was würde ich doch nie sagen. Also, ja, dann ist ja gut. Also ich tanze den nach. Ich habe hier übrigens Tropenholzbretter aufgehoben. Wem gehören die? Tropenholz. Die habe ich mir rausgeholt, aber anscheinend ist der Stack nicht ins Inventar geflogen. Boah, das hat er sich rausgenommen. Hä? Ist dein Inventar voll? Nein. Willst du es wieder haben? Ja, kannst du auch. Kriegst du aber nicht. Geh auf die Knie und sag bitte. Pass auf, der will ich nur zum Blasen was. Nein, das meine ich nur bei dir. Ach so. Ja, ey, das finde ich aber rassistisch. Ja, mitten in der Woche machen wir so ein Theater, ist ja geil. Du meinst, ich finde es finistisch. Finistisch? Naja, weil ist ja Fino, ich bin ja eigentlich das Geschlecht für mich. Bist du eigentlich. Ja, du bist ein Schuhfinist, richtig? Was ist das? Du weißt nicht, was ein Chauvinist ist? Nein, nicht wirklich. Okay. Das lernst du noch im Laufe deines noch jungen Lebens. Das finde ich es schön. Es sei denn, du läufst irgendwie vor dem Bus oder so. Dann lernst du es vielleicht natürlich nicht mehr. Aber das möchten wir natürlich nicht. Wir sind ja alle an deinem Wohlergehen interessiert. Ja, sind wir. Mir ging es gerade nicht so gut bei diesem Satz, Entschuldigung. ihr könnt gar nicht auch. So ist das ja nicht. Was kannst du? Ich habe euch auch alle gezogen. Ich habe gerade nicht zugehört. Master kann nichts. Oh. Das ist das Problem. Nee, der kann wirklich nichts. Das ist wahr. Es ist halt ein Master, ne? Richtig. Master of Disaster. Ja, das ist. Ich bin ja ursprünglich Gallier. Alles klar. Ja, du brauchst mal dein komisches Getränk, oder? Ich heiße tatsächlich Master kann nichts. Ja. Das stimmt. Ich habe es gesehen in seinem Perso. Ja, das ist ähnlich wie Finon, der heißt ja Phoenix. Und damit stellt er eigentlich nur fest, dass er einfach keine Kühe hat. Phoenix, weißt du? Ich kenne da noch einen Tuminix. Einen Tuminix kenne ich auch. Kannst du gar nicht kennen, nur mal so nebenbei. Einen Tuminix? Nee, Tuminix, das ist so ein Insider von Finon und mir. Also Tuminix habe ich doch damals schon... Habe ich den damals nicht kennengelernt? Nee. Haben wir eben im Chat oder so? Das war, du machst, was ich sage, oder ich bann dich nix. Ach, der war das? Ja, nee, das nicht. Also, den hast du kennengelernt. Ach, der, ja, jetzt, natürlich, klar. Aber Tuminix kennst du nicht. Tuminix kenne ich nicht? Okay. Nee, na, vielleicht lerne ich ihn kennen. Vielleicht lerne ich ihn irgendwann kennen, aber ich lege jetzt keinen gesteigerten Wert drauf. Der ist knuffig, der kleine Tuminix. Ja, ich kenne auch noch einen Erklärnix. Ja, und dann gibt's noch einen Weißnix. Den kenne ich auch noch. Also ich kenne ja auch noch einen Kanix, ne? Kanix, ich kenne sogar noch einen Tutnix. Tutnix finde ich auch nicht schlecht. Das bin doch ich. Ja, eben. Ich habe nur gesagt, dass ich dich kenne. Ich habe nicht gesagt, dass du goldig wärst oder so. Weil ganz ehrlich, also... Ich bin so goldig. Lassen wir mal das Religionsgebäude im Dorf, ja? Ach, mein kleiner Groupie. Ja, von wem redest du? Von dir. Ja, von dir. Immer noch. Also Groupie ist nur einer und das bist du. Wer hat über 200 Stunden bei mir zugeschaut? Danny. Und du, wer hat über 190 Stunden bei mir zugeschaut? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Das war nur der Rechner von Ems. Das läuft nur nebenbei. Das Betriebssystem ist hängen geblieben und hängen geblieben. Nicht nur das Betriebssystem. Ja, gut. Guck mal 200 Stunden bei Finon zu. Da weißt ja, du, ich gebe es ja zu, wenn bei dir die Updates nicht mehr eingespielt werden, dass es dann auch ein bisschen hängt, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Du weißt nicht, wie schlimm es ist. Tut echt weh. Ja, ihm. Dir nicht. Ach ja, stimmt.
Wenn Dummheit wehtun würde, würdest du den ganzen Tag ja schreien. Das geht auch nicht. Ja, es ist halt so. Er würde nicht nur schreien. Wenn Dummheit klingeln würde, bräuchte unser Fino und kein Handy mehr. So, jetzt hast du es. Ich habe mein Handy auf lautlos. Du würdest ständig an die Tür gehen. Es hat geklingelt. Ich fühle mich hier voll gemobbt. Du bist voll gemobbt. Ich finde es voll blöd, dass der Christopher da ist. Es ist so unfassbar lang her. Oh Gott. Alles ist Christoph schuld, nur weil er hier ist, was? Nein. Christoph ist ja schon anders getauft worden. Christoph ist Klaus Bärbel. Ach ja, Entschuldigung, Klaus Bärbel. Ja, den hat er weg, weil er hat ja damals, hat er sich so mir gegenüber geäußert, dass er seine feminine Seite entdecken möchte. Und ja, ich habe ihm dann gesagt, komm doch zu mir ins Let's Play, ich werde es dir ermöglichen. Ich dachte, besorgen. Ja, bei der letzten Aufnahme, für die, die es nicht gesehen haben, war er doch im rosa Tütü. Echt? Ja, nur konntest du das bei ihm leider nicht sehen, weil seine Aufnahmedatei war nicht so gut. Ja. Was? Ob wir noch Wagen haben? Für die Kisten. Einen Wagen habe ich noch. Gut, dann den habe ich. Ich mache meinen. Den habe ich im Interview. Interview, genau. Den habe ich Ach komm, sei ruhig. Da kommst du eh nicht mehr raus. Lass es einfach. Okay. Entschuldigung. Danke. Bitte. Danke. Danke. Hä? Bitte. Danke für diese schöne. Fail. Danke. Fail? Lol, ich bin rausgeflogen. Ich auch. Ich nicht. Lol. Ich auch. Doch, read timeout, Server down. Lol. Ja, bei mir geht's jetzt schon los. Ich hab die Aufnahme schon gestartet. Ist klar. Willkommen zurück zu Minecraft am Donnerstag. Das war gerade eben, was du gestern erlebt hast. Ein göttlicher Fail lag in einer terminlichen Neustartschleife, wenn man so will. Also sprich, das Ding, der Server hat einfach mal einen Neustart gemacht. Scheißegal, ob da jemand drauf ist. Neustart. Klack, weg war er. Ja, mit mir ist nach wie vor dabei Le MS de la 74. Nö. Nee, dann Klaus Bärbel Marina. Den Namen hast du weg, merkst du. Ja, und irgendwo im Hintergrund noch Finon, der natürlich den Aufnahmezeitpunkt verpasst hat. Also wird er wahrscheinlich gleich nachrücken. Aber so, was waren wir schon dran? Entschuldigung. Ja, das ist halt Finon, was erwartest du? Ja, wir haben gestern oder bis gestern ja noch hier fleißig im Nether Dingens gebastelt hier. Na, wie heißt es? Wo sie ihn das wissen? Na, wie heißen die Teile? Hier, die Dinger da. Dort, wo du damals das so gemacht hast, weißt du es noch? Ach, das mit der einen Sache? Nee, mit der zweiten Sache. Ja, aber das ist ja schon so lange her, Emmis. Woher soll ich das denn noch wissen? Das solltest du doch wissen. Aber doch nicht in meinem Alter. Gerade erst recht in deinem Alter musst du das wissen. Das geht nicht. Komm her, Garsti, komm her, du brauchst gar nicht abhauen. Dankeschön. Drei frei. Christoph! Jawohl. Mein zartes Rehlein, was machst du denn? Ich bin am Craften. Nee. Doch. Am Minecraften? Ja, genauso schlecht wie dein Atem. Oh ja, mein Atem ist sehr schlecht. Riecht nach Knoblauch. Und Zwiebeln. Oh, Zwiebeln. Und Knoblauch, oh ja. Ja, gebratene Zwiebeln. Also irgendwie läuft der Server nicht ganz so rund bei mir, wie das... Ja, das dauert ein bisschen, bis der sich fängt. Ist ein Root-Server. Also. Ich weiß jetzt nicht, wo hängt's denn bei dir? Ja, eher so, wenn es in Richtung auf Maschinen und Werkbänke zugreifen geht. Dann dauert's ein bisschen länger? Jawohl. Es dauert leider noch einen Moment, bis er sich komplett gefangen hat. Der Speicher läuft noch voll, ich sehe es schon. So. Ich sehe es am Servermonitor, dass er nicht ganz so flink unterwegs ist, wie er eigentlich sein sollte. Der rödelt wahrscheinlich noch auf seinen Platten rum, weil du hast ja mehrere Platten in diesem Server. Da laufen ja noch mehrere Dienste. Verstehst du? Mutter kam gerade reingeballert. Die Mutter kam gerade reingeballert. Ja. Manchmal nervt das wirklich. Ich mag das, wenn man Eltern aus dem Hintergrund rumblöken hört. Ja, das ist voll lustig. Ja.
Ich hab gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen! Ich mag sowas.